Arbeit und Leben ist eine Weiterbildungsorganisation, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen orientiert arbeitet und die gleichzeitig seit vielen Jahrzehnten die Gruppe der sogenannten Bildungsbenachteiligten im Blick hat. Insofern geht es uns darum, in der Arbeitswelt mehr Teilhabemöglichkeiten für alle zu ermöglichen und gleichzeitig etwas dafür zu tun, dass diejenigen, die es schwer haben, an Bildung teilzuhaben, auch entsprechende Chancen zu bekommen. Wir setzen an mit einem sozialpartnerschaftlichen Ansatz. Was heißt das? Wir versuchen in unserer konkreten Arbeit im Betrieb, alle Perspektiven, die in einem Betrieb etwas zu sagen haben, etwas mitzugestalten haben, aufzunehmen. Und für uns ist der Arbeitsplatz die Gelegenheitsstruktur, eben auch genau diese Menschen zu erreichen, weiter zu begleiten und ja, zu qualifizieren und damit Selbstwirksamkeit zu erzeugen, Selbstbewusstsein zu erzeugen. Arbeit und Leben ist eine Organisation, die bundesweit vertreten ist in Landesverbänden und ca. 150 örtlichen Arbeitsgemeinschaften. Insofern hatten wir potenziell viele Partner und auf der Basis haben wir uns dann dazu entschieden, in einem Verbundprojekt zusammenzuarbeiten. Zugänge zu Unternehmen haben sich am Anfang recht schwierig gestaltet, sodass wir auf verschiedene Zugangswege zurückgegriffen haben. Eine der Zugangswege waren die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, wir haben Beiträge platziert in Unternehmenszeitschriften. Wir sind auf Unternehmensverbände zugegangen, bis hin zu Ausbilderschulungen oder beispielsweise auch Vorbereitungslehrgänge zu den ADA-Kursen, also zu der Ausbildereignungsprüfung. Und dann gibt es den Basiskompetenzcheck. Der Basiskompetenzcheck erfasst in Bezug auf den jeweiligen Mitarbeiter, der ein betroffener Mitarbeiter ist, wie ist deren tatsächliche Situation. Und aus dem Mismatch zwischen Anforderungen an die Stelle und den Anforderungen oder zumindest der Kompetenz, die der jeweilige Betroffene mitbringt, ergab sich dann das Angebot, der Inhalt des jeweiligen Grundbildungsseminars. Das Zentrale bei uns ist, dass wir alle an einen Tisch holen. Die Win-Win-Situation für alle Beteiligte ist für uns zentral. Es muss klar sein, dass das Unternehmen sozusagen der Unternehmer etwas davon hat, aber natürlich auch der Einzelne, der Beschäftigte. Gewerkschaften und Betriebsräte waren für uns deshalb so unverzichtbare Kooperationspartner in Nordrhein-Westfalen, weil die den Nutzen für die Beschäftigten sehr schnell verstanden haben und wir so schnell in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit uns dem Thema annehmen konnten.